Im letzten Jahr ist das Thema Homeoffice aus bekannten Gründen immer mehr thematisiert worden. Sei es die Umsetzung des Homeoffice in verschiedenen Situationen rund um Familie, Wohnsituation, Infrastruktur zu Hause und anderen Themen oder die Gestaltung von Arbeitszeiten und anderen rechtlichen Faktoren rund um das Thema. Relevant ist es auf jeden Fall und es wird uns wahrscheinlich nicht nur noch einige Zeit begleiten, sondern vor allem so schnell nicht mehr ganz verschwinden. Aus diesem Grund hat die Regierung bestehend aus ÖVP und den Grünen gemeinsam mit der SPÖ und der FPÖ ein Gesetzespaket zu diesem Thema verabschiedet, welches seit April in Kraft ist. Worum es in diesem Paket geht und inwiefern das euch im Homeoffice betrifft, darüber sprechen wir heute, gleich nach dem Intro. Im Februar wurde das Homeoffice-Paket im Nationalrat beschlossen, aber worum geht es da eigentlich? Ja, zugegeben, es geht um Steuern bzw. Steuererleichterungen, was per se kein so prickelndes Thema ist. Allerdings geht es auch um Erleichterungen, die jede und jeder von uns nutzen kann, wenn er einen Teil oder sogar die ganze Arbeit im Homeoffice erledigt. Lasst mich euch das Paket also näher erklären. Im Prinzip geht es darum, dass wir im Homeoffice steuerliche Erleichterungen für Dinge wie ergonomische Stühle, Lampen und andere Anschaffungen bekommen, da durch die Arbeit von zu Hause aus meist ein größerer Aufwand entsteht als im Büro. Ein Beispiel: Wenn ich ins Büro gehe, habe ich zwar einen Weg, den ich dorthin zurücklegen muss, aber ich spare mir den Arbeitsplatz, den ich zu Hause brauche, die notwendige Technik, das Internet und vieles andere. Sprich, wenn ich zu Hause arbeite, habe ich quasi einen Nachteil, weil ich mir gewisse Dinge besorgen muss. Nicht ganz, auf der einen Seite muss mir die Firma, in der ich arbeite, Dinge wie einen Laptop und Co. bei regelmäßiger Arbeit im Homeoffice zur Verfügung stellen und auf der anderen Seite kann ich durch das Homeoffice-Paket nun einen Betrag von 300 Euro steuerlich absetzen. Heißt unterm Strich, ich kann mir die Steuern für das Geld zurückholen oder bekomme es gleich steuerfrei überwiesen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Varianten ist folgender. Gewisse Unternehmen zahlen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Mehraufwand an Kosten mit dem Gehalt mit aus. Wenn das der Fall ist, bekomme ich das Geld nun steuerfrei überwiesen und es fallen keine eigenen Abgaben an. Wenn das allerdings nicht so ist, kann ich Dinge wie ergonomische Stühle, Schreibtische und anderes um 300 Euro absetzen, wenn ich die Rechnung aufbehalte. Die Voraussetzung für die Erleichterung sind 26 Tage Homeoffice im Jahr. Ja, nun, wir hätten das geklärt, aber zu diesem Thema gibt es schließlich noch ein paar andere spannende Fragen und die möchten wir ein paar Expertinnen und Experten aus diesem Bereich stellen. Wir beginnen mit der Expertin für Arbeitsrecht Paula Blasch und möchten Sie gleich fragen, ob es Unterschiede gibt zwischen Homeoffice und Arbeiten in einem Unternehmen und ob es Vor- oder Nachteile gibt natürlich im Homeoffice für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Durch die Umsetzung des Homeoffice-Pakets ist nun wirklich Rechtssicherheit entstanden, sowohl für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, weil jetzt klar ist, dass sowohl unfallversicherungsrechtlich als auch arbeitsrechtlich das Arbeiten im Homeoffice mit dem Arbeiten vor Ort in der Firma, im Betrieb de facto gleichgestellt ist. Das heißt, ein Arbeitsunfall ist jedenfalls auch dann gegeben, wenn im Rahmen des Homeoffice ein Unfall passiert. Und wir wissen nun auch, dass es auch steuerliche Erleichterungen gibt für Ausgaben im Rahmen des Homeoffice. Wichtig ist natürlich die Dokumentation. Und wenn diese Rahmenbedingungen gegeben sind, dann kann das für beide Seiten ein gewinnbringendes Arbeiten sein. Herzlichen Dank, Frau Blasch, für die Antworten und nun möchte ich gleich den Betriebsratsvorsitzenden der Telekom, Peter Amreich, fragen, wie sehen Sie die Situation rund ums Homeoffice und was mich interessieren würde, was haben Sie beobachtet, welche Herausforderungen gibt es auch bei Ihren Kolleginnen und Kollegen in dieser Situation? Die größte Herausforderung war sicher der Lockdown, wo dann innerhalb von 2 bis 3 Wochen die Mitarbeiter von zu Hause oder ein Großteil der Mitarbeiter von zu Hause weg arbeiten haben müssen. Da war die Verunsicherheit sehr, sehr groß, speziell auch im rechtlichen Rahmen. Wie schaut es aus mit der Unfallversicherung? Speziell, das ist heute nicht angesprochen worden, mit der Pendlerpauschale. Wie wird das abgerechnet? Wie werden gewisse Kosten, sprich Telefonkosten, Stromkosten, ersetzt vom Unternehmen? Das war eine große Unsicherheit. Und ja, das ist auch noch dem, vieles ist geklärt worden, aber ist sicher ein Thema für die Zukunft. Vielen Dank für die spannenden Antworten. Zum Abschluss möchte ich noch ein paar Fragen beantworten, die bei diesem Thema auch immer wieder auftauchen. Zum Beispiel gibt es immer wieder die Frage, ob man zur Arbeit im Homeoffice gezwungen werden kann. Die Antwort ist klar, natürlich nicht.
Als Angestellte oder als Angestellter muss man dem Ganzen natürlich immer zustimmen und es braucht eine schriftliche Vereinbarung. Wusstet ihr, dass ihr auch einen Anspruch habt, dass Kosten für das Internet teilweise mit übernommen werden? Wie und in welcher Höhe das passiert, das müsst ihr euch allerdings selbst mit eurem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin ausmachen. Auch wenn es um das Thema Arbeitszeiten und Erreichbarkeit geht, kann man klar sagen, dass es hier keinen Unterschied zum Arbeiten im Büro gibt. Es gelten die Arbeitszeiten wie immer, also ist das natürlich auch hier der Fall im Homeoffice. Als letztes möchte ich noch den Punkt der Unfallversicherung ansprechen. Hier gilt der gleiche Schutz wie normal und auch Unfälle auf Wegen sind mit abgedeckt. So, ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema anschaulich näher bringen. Seid ihr aktuell im Homeoffice? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. In diesem Sinne, vergesst nicht, eure Rechnungen für die nächsten Homeoffice-Utensilien aufzubehalten. Wir sehen uns beim nächsten Video.